Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Limbo. Mit der Minecart durch die Mine durch! Holy shit! Ja. Schön, dass sie gegen hinten kein Licht haben. Und ich keine Ahnung habe, was vorne passiert. Holy shit! Was passiert? But how? Ah! Okay. Wait. Nee. Ja, spring doch hoch, du Vollidiot. Oh. Oh. Ups. Okay, wait. Theoretisch. Darf es einfach nicht zu schnell da reinfahren. Kommt da jetzt schon der nächste Fehler? Der nächste, okay, wie muss man das machen? Wenn er einmal am Button ist, ist es unter Strom für immer. Man muss ja ganz klar... Man kann es ja nicht anhalten, das Teil. Man kann mir nicht sagen, dass ich diese Strecke schaffen kann, zu laufen. Schaut euch das an, wie lang das ist. Und die Schiene hier ist ja immer noch unter Strom, oder? Ja. Sorry, ich muss echt sagen, langsam nervt mich das Spiel schon ein bisschen, weil die Rätsel... Ich check diese Rätsel nicht. Ich meine, wie soll das gehen? Das ist viel zu weit. What the fuck? Kann ja auch nicht früher abspringen oder so. Also ist es die Lösung, ganz langsam das Teil dort hinten her zu... Ich check's nicht. Bin ich echt immer so doof? Das sind mir die Rätsel einfach zu hoch. Oder... Hä? Okay, das war schon zumindest schon mal ein weiterer Sprung. Okay. Okay. Man kann schon von ziemlich weit abspringen. Ist das die Lösung?
Und das Minecart zurückschieben bis am Anfang von hier vielleicht? Oder ist es die Lösung zu schauen, dass es langsamer fährt? Weil jetzt fährt es natürlich viel schneller. Oder? Wenn es natürlich eine weite Strecke hat, fährt es schneller. So muss es erstmal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Shit. Okay, das ist zu weit. Ich glaube, man muss hier echt einen Sweet Spot finden. Renn! Fuck! Ist das die Lösung? Ich weiß halt auch nicht, ob das immer die Lösung ist. Das wäre es fast gewesen. Fast. Nope. Da habe ich jetzt zu lange gebraucht. Nope. Er muss sich halt auch hochziehen, wenn er das möchte. Vielleicht so eine Idee, oder? Ungefähr hier. Fucking hell. Come on. Ist das so fucking schwer? Nope, das war zu weit. Auch zu weit. Das geht. 1, 2, 3, 4. Noch ein Jump hätte gefehlt. Ist das vielleicht das Jumpen, das man machen muss? Da fährt er schon zu schnell. Das war jetzt zu langsam. Ach, komm schon. Sorry. Aber es nervt gerade ein bisschen. Vor allem, wenn das so Millimeterarbeit ist und Sekundenarbeit. Bitte sag mir nicht, dass es irgendwie eine andere Lösung gibt. Was ist schneller, laufen oder springen? Spring doch! Nee. Also können wir eine weitere Strecke machen?
nachdem ich vom Kart abspringe mit Rennen. Ne, so reicht es recht nicht. Wieso zieht er nicht irgendwie den Schuh aus und legt den vor das Rad? Oder irgendwie so etwas. Das verteilt mir echt gerade ein bisschen den Spaß daran. Vor allem, wie es aussieht, muss ich da einfach wieder nach der Lösung schauen. Das will ich eigentlich gar nicht. Komm schon. Ja, das ist echt viel zu schnell. Man muss es stoppen. Kann er eigentlich da oben an das erste Teil ranspringen? Oder ist die Lösung vielleicht einfach sowas? Weil es ja noch langsamer ist. Ja, stirb doch. Wait. Wait. Vielleicht ist die Lösung, das Kart zurückzuschieben. Oh mein Gott. What? Mies. Wow. Ja, gar nichts. Ich sehe nichts. Genau, ist eine Leiter. Hätte ich da ranspringen müssen? Von der anderen Seite vielleicht? Wahrscheinlich, ja. Doof. Okay, jetzt aber. Da ist die Leiter. Da ist die Leiter. Spring! Hä? Ach so, da. Wow. So müssen sich eigentlich diese ganzen Wände auch immer drehen. War eine coole Spielmechanik, aber irgendwie auch doof. Jetzt gibt's da was zum Ranhangen, theoretisch. Da muss man noch weiter warten, bis diese Kugel da weg ist. Ach Junge! Diese Rätsel. Die Leiter. Jetzt können wir hier ein bisschen warten. Müssen wir auch sogar. Und was ist jetzt? Okay. Hä? Komm.
muss man die Kiste dann runterschieben? Vielleicht, ne? Okay. Das haben wir wieder. Und jetzt warten, bis die Kugel kommt. Wahrscheinlich die Kiste runter. Aber nicht davon getroffen. Oder so. Okay. Durch den Schacht. Ich sehe nichts. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Dann heißt das wohl, wir müssen da runter. Kiste da drauf schmeißen. Sie will drauf gehen können. No! Entschuldigt bitte diese Geräusche. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Limbo. Nicht, dass ihr vielleicht geschafft habt, mal schauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Das war schon mal nix.